Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Digimon Story, Cyber Sleuth, Hacker's Memory. Gott, noch einen längeren Titel und ich kann die ganze Folge drüber labern. Digimon hat die Abstimmung gewonnen, haushoch. Das war ja schon nach, am Anfang war es glaube ich Tales of Berseria den ersten Tag und danach ging halt Digimon steil durch die Decke. Und seitdem eigentlich immer bei 49-50% gewesen bei der Abstimmung. Und ja, war irgendwie auch neben Berseria mein Favorit. Wollte ich aber auch nicht dazu schreiben, weil ja nichts beeinflusst und so. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo wir waren. Ich weiß bloß, dass wir mit ihr, glaube ich, die Sachen kontrollieren sollten, ne? Erzähl mir was. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Digi-Führer. Was ist der Digi-Führer? Keine Ahnung. Digi-Line. Keine Ahnung, wir gehen mal irgendwo hin. Neuer Ziel. Ah, okay, da war ich. Ebene 1. Ich weiß bloß noch, dass man irgendwie. Ob das da eine Katze ist. Dass man, glaube ich, die digitalen Sachen überprüfen wollten und was so. Bist du blind, da steht eine Katze. Usso! Neko! Honto ni ita! Miushinatcha! Oikakete! Ich werde jetzt erstmal von Digimon auf jeden Fall erstmal, je nachdem, wenn wir eine Folge erstmal bringen. Wie? Da war doch gerade eine Katze, wo ist sie denn hin? Hier gibt es viele Versteckmöglichkeiten, ich sehe mich mal um. Weil ich muss erst noch anfangen, jetzt dann nach und nach aufzunehmen. Bloß ich dachte mir jetzt, da jetzt, also heute, wo die Folge dann rauskommt offiziell, habe ich bloß noch Days Gone gerade am Laufen. Dachte ich mir, komm, eine muss auf jeden Fall bringen. Weil sonst ist ja gar nichts mehr da. Hier ist die Katze wohl nicht. Ich soll die Katze hören, wenn sie hier ist, aber es fehlt ihre Spur. Wieso solltest du die Katze hören? Alter, Katzen sind lautlos. Ich kann sie nicht finden, wo kann sie nur hin sein? Ah, da drüben. Wie konnte man die nicht sehen? Verdammt. Okay, die Katze verarscht uns. Und kann die Farbe wechseln oder ist das immer eine andere gewesen? Es ist verschwunden. ログも痕跡もリアルタイムで暗号化されてる通常のアクセスじゃ弾かれるそれなら捕まえた君行ってきて Zugriff gewährt, Nutzer KSG, Übertragung beginnt. Nur ich? Ich glaube, ich kenne den Raum. Kenne ich den Raum? Ist dies ein neuer Bereich von Eden? Oder ich? Ich kann Edgar nicht erreichen. War das nicht das, wo man die Digimon betreut hat oder was machen konnte? Wie mysteriös? Hatte ich jemand zu diesem Ort geführt? Ja! Okay. Das hatte ich komplett verdrängt. Das ist das Digi-Lab, wo du dich um die Digimon kümmern kannst und den ganzen Scheiß machen kannst. Alles, was mit Digimon zu tun hat. Digital Monster Laboratory. Lekushite Digilabo. Koko wa Digital World to kasuka ni mashiwaru Digimon-tachi no hakuren.
私はミカグラミレー。そうね。ここの管理人みたいなものよ。この場所からとある運命の交わりを見守っていたのだけど、まさかもう一つの枝葉が現れるの。私自身驚いてるわ。さて、話はこれくらいにして、ひとまずはここがどんな場所かもう一度説明した。いえ、気にしないで。こっちのことよ。 Im Digilab findest du einiges, was dir bei deinem Abenteuer helfen wird. Digibank, verwalte eine Gruppe, Digitiere, Dedigitiere und mehr. Digifarm, zieh deine Digimon mit Training und oder Futter groß. Spiegel Dungeon, versuche dich an bereits abgeschlossenen Dungeons, kauf Items für Digifarm, Netzwerkkampf, stelle TP und SP von Digimon wieder her. Im Digilab findest du einiges, was dein Digimon hilft. Schau dir die Terminals im Raum an, ich werde alles erklären. Hat das vorher anders ausgeschaut? Ich bin mir gerade unsicher. Netzwerkkampf. Keine Wiederherstellung nötig. Digifarm. Sammeln mit der Zeit Erfahrung. Da habe ich immer die Digimon reingestapelt und dann leveln die von alleine, wenn ich mit den anderen rumziehe. Digitation, Digitation. Digitation verwandelt Digimon in noch stärkere Version von sich selbst. Durch Digitation wird ein Digimon auf Level 1 zurückgesetzt, aber sein Level-Limit und seine Fähigkeiten steigen. Es gibt mehrere Wege zur Digitation. Digimon können je nach Bedingungen in verschiedene Formen digitieren. Es gibt auch Digimon, die durch Verschmelzung zweier Digimon DNA-Digitation entstehen. Digimon können auch eine D-Digitation durchlaufen. Durch eine D-Digitation werden sie schwächer, aber ihr Level-Limit und ihr Werte steigen. Werte wirken sich nicht nur auf die Bedingungen für Digitation aus, sondern auch auf die Höchstwerte der Parameter, die man auf Digifarm verbessern kann. Stimmt, das gab's auch. Man kann im Prinzip. Du kannst ein Digimon hochziehen. Keine Ahnung, auf Level 30 ist digitiert und was das nicht was alles. Und dann stufst du es wieder zurück. Dann hat es bessere Werte und du kannst es nochmal hochleveln. Ging, glaube ich, auch ziemlich zügig mit der Digifarm sowieso. Und so konntest du halt das Digimon immer und immer wieder noch stärker machen. Muss ich dir das alles anschauen? Ah, Digi-Umwandlung. Scanner von mindestens 100% können später im Digilab materialisiert und zu Verbündeten gemacht werden. Ja, stimmt. Die Viecher, was man sieht und bekämpft, kann man später dann, wenn man die auf 100% gebracht wird, kann man dann beschwören halt so in der Richtung. So ein trauriges Gesicht, hast du dich verlaufen? Ich glaube schon. Schau selbst, was das Digilab genau kann. Komm ruhig wieder, wenn du dich verläufst. Ja, kann ich wieder raus? Kaufen. Verkaufen. Ah, okay. Muss man erstmal alles anschauen, scheinbar. Um ein Digimon zu stärken, lass es andere Digimon absorbieren, so steigt sein Level. Je besser das Level und die Fähigkeiten des absorbierten Digimon, desto größer die Wirkung. Hinweis: absorbierte Digimon verschwinden. Ach, was. Digi umwandeln. Digimon zu Scan-Daten umwandeln. Wähle ein Digimon aus, dass du zu Scan-Daten umwandeln willst. Das Digimon wird terminiert und die Scan-Werte des Digimon um 100% erhöht. So schaffst du Platz für deine Digimon-Gruppe, Digimon in deiner Digibank oder Digifarm. Ah, Digimon bla bla. Ah, Gruppenspeicher. Warte mal, kann ich nur mal eins zurück? Scheiße. Nötig Digivice hat eine eigene Kapazität. Du musst darauf achten, dass der Speicherbedarf einer Digimon-Gruppe unter diesem Gruppenspeicherwert bleibt. Ja, das ist natürlich, umso stärker der Digimon ist, umso mehr Speicher belegt es auch. Und umso weniger kannst du mitnehmen. Da kann man auch Sachen hinstellen, was dann die Stärke verbessert und den ganzen Scheiß. Für die Erweiterung einer Farminsel sind zwei Arten von Items nötig. Farmentwicklungskit, Anzahl der Inseln steigert maximal 5, so kannst du mehr Digimon haben. Farmerweiterungsplugin den Rang einer Insel steigern. Anführer. Kann ich jetzt einfach gehen? Oh.
Okay, das gibt's noch. Spiegel Dungeon mit Abkürzungstoren von Miremi Kagura. Kannst du Dungeons wiederholen, die du bereits erforscht hast. Die kannst du erfahrungsgerne auf Digimon fallen Gegenstände sammeln. Ja, das war's doch dann eigentlich, oder? Ja, eine schwarze Kasse. Sie soll sich mal streicheln. Miau. Ui, das war ein ordentliches Miau. Sie hat sie wohl ganz... Hab sie wohl ganz gut gestreichelt. Was ist das für eine Aussage, Alter? Okay, da habe ich scheinbar alles. Muss ich hier noch irgendwas drücken? Netzwerk kam. Nein, 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 geh weg! Ah, hör auf! Böse! Psch. Tage übrig. Okay. Hä? Hauptfigur? Ah, das ist übrigens die zwei sind die, wo man aus dem ersten Teil spielt. Oder aus dem Vorgänger. Man konnte einen Jungen oder ein Mädchen spielen. Vielversprechende Rookie-Kampfbox. Aber ich sag's gleich, wir werden wahrscheinlich den digitalen Ding sowieso nie spielen. Den Online-Part. Hast du mich verarscht? Ich hab doch jetzt alles angeschaut. Speicherkapazität erhöht. Hacking-Fertigkeit erhalten. Hacking, drücke auf dem Feld die Viereck-Taste, um das Hacking-Menü zu öffnen. Hier kannst du die Fähigkeiten deiner Digimon benutzen. Um einen Fähigkeiten zu benutzen, müssen die Digimon in der Gruppe die nötigen Bedingungen erfüllen. Du kannst sie im Spiel mit deiner Sticky-Weise einsehen. Sie spricht die ganze Zeit vom Vorgänger.別の手助けがあったみたいね。面白い女の子。今もここをたぐろうとしている。ほどほどにしておくように伝えてちょうだい。ここはあなたたちのメタバースとは似て非なる場所。そちらのプロトコルでは到底解析できないものだった。あなたはあのことは違うみたいだから専用の入り口を作ったんだ。いつでも利用してちょうだい。 覚えておいて。あなたが進むべき道に行き詰まった時、デジモンと育ててきた絆は必ずあなたを助ける力だ。その力はきっとあなたの、ひょっとしたら別の誰かの運命。それじゃ、これからよろしくね。もう不思議な。 Der hat doch nichts gesagt, Mann. Ich bin gerade unsicher, ob wir nicht gleichzeitig mit dem Vorgänger spielen. Illegaler Vorgang festgestellt. Komm sofort zur Sicherheitszentrale. De, doko ni itte ta no? Wakaranai de okutta no ka tte? Watashi datte ikitakatta kedo, hajikarete dame datta nda mo. Kimi no ashiato mo tochuu de oe nakunatchatta shi. Ato de kimi no log chōdai. 解析してみる。でも、君の目を介した主観的なデータも欲しい。向こうで何があったの？うーん、そっか。
君の話から推測すると、君が出会った電脳魔女、きっと都合での発火なんだよ。ディサイバーヘクス。そう考えれば辻褄が合うもん。電脳空間の隠し部屋を捕捉できないのは、その人が常にエリアを移動させ続けているから。このエデンでそんなことするには、かなり膨大な規模の演算装置がないと不可能だけど、よく考えればエデンにそういうものがないわけじゃないしね。やっぱりオカルトじゃなかった。 あの猫、あれだってログを解析すればただの。もうちょっとは自分で考えなよ。 Was war das jetzt? Kind oder Digimon? Oh, scheiße, wieder Kaisen. Fuck, mir fällt der Name nicht ein. Raupomon? Nee, keine Ahnung. Shit, wie hat der geheißen? Mir fällt der Name nicht mehr ein. Es kommt aus Staffel 2. Gehen wir. Hoppala. Ich habe ja nicht gesehen, dass es hinten weitergeht. Ich finde es mit der Kameraperspektive immer noch ein bisschen doof gewählt, dass man nicht selber rumdrehen kann, aber okay. Ah, mir fällt der Name nicht ein. Naja, er ist ein großes, er ist ein kleines. Was macht ein großer mit einem kleinen? Er stampft dann weg. So, was warst du für ein Vieh? Übertaktung. Oh, sie supportet. Geil. Tentomon gegen. So, wie heißt du, Spacko? Waspmon. Fertigkeit. Dich digitalisieren wir jetzt weg, Mann. Du wirst jetzt ausrangiert. Aua. Ja, wow. Oh, geblockt. Den hau mal so weg. Ist es vor allem am Anfang? Ist es. Ah, eher unspannend mit den Kämpfen. Wow, ich ziehe eigentlich fast genauso viel ab mit dem Angriff wie mit dem. Ja. mit der Spezialangriff. Mama. Bada! Levelaufstieg. Raupenmann? Nee. Verdammt, wie er geheißen. Was macht mich fertig? Willst du wissen, wie der heißt? Kimitachi. Ugokanaide. Keda, naoshite ageta yo. Oniichan tachi ga yotteta no wa mane shita dake da kedo. Naoshite. Arigato. Wormmon, ah fuck! Gott, richte mich jetzt auf, dass ich diese Gust hab. デジモンがいて、びっくりした勢いで必殺技のクレマデマネットで攻撃しちゃって。それ、あんたが悪い。私、いつもこうなんですよ。故郷でもしょっちゅう強いデジモンに追いかけ回されて、逃げ回ってるうちに気がついたらここにいて、帰り方がわからなくなっちゃって。
Das ist aber eine Welt- und Heimatstadt. Digital World? Ja, und jetzt komm her, du bist jetzt mein Digimon. こんなことを無形な話すぐ信じるなんて早計だと思うけどな本当にデジタルワールドはあるんです。この仮想空間にいるデジモンたちは、みんな形みたいにデジタルワールドからやってきたんですから。確かに、デジモンたちを作ったエンジニアのことは誰も知らない。自然発生的に現れたものにしては、プログラムとして完成されすぎているし。でもまさか、信じてくれないんですね。じゃあもういいでしょ。Jetzt wollen wir uns lecker weichei. そうは言ってないでしょ。じゃあ信じるとも言ってないよ。この件は保留。検証材料が少なすぎるもん。でも嬉しいでしょ。君、優しいですね。そんなんじゃないから。でも私、これからどうすればいいですか？私たちに聞かれても困る。あんたはどうしたいの？私は言っとくけど、私は当てにしないでよね。私、デジモンに興味ないし。Alter, es war jetzt so kaltherzig, Erika. Stark. Ich will auch ein Wormmon, was soll der Scheiß? Speichern, ja. Ja, das ist dann die perfekte Stelle, um jetzt mal die erste Folge zu beenden. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Kapitel 3, den Mondtöter? Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Digimon Story Cyber Sleuth. Ich will ein Wormmon, Mann, der wird zu Stingmon. Und dann brauche ich noch einen XW-Mon und der wird dann zu Peldramon. Und Peldramon wird dann zu
Imperialdramon. Und Imperialdramon hat eine Fighterform. Und ich weiß so viel über Digimon, das wollte ich nur mal zeigen. Ich habe die Serie zu viel geschaut, verdammt. Und ich habe die Kämpfe bestimmt auch noch zigmal jeden angeschaut. Also, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.